Hallo, wir sind Raffaela und Sina von Catrice. Und wir wollen euch heute die neuen Produkte aus dem Skincare-Bereich vorstellen. Ich habe heute die liebe Raffaela bei mir zu Gast. Und Raffaela ist Teil unseres Face-Teams. Und deswegen hast du drei ganz tolle Face-Produkte mitgebracht. Genau, wir wollen euch heute nämlich die drei Neuheiten vorstellen im Bereich Skincare. Und würde sagen, wir legen direkt los. Ja, wir haben bei Catrice ganz neu das erste Mal auch neben unseren dekorativen Color Cosmetics Produkten Skincare-Produkte. Und zwar direkt gleich drei Stück. Genau, Balance, Hydro und Glow. Denn ich glaube, wir kennen es alle, man hat irgendwie einen Pickel oder mit Unreinheiten zu kämpfen, weil die Haut mal wieder am Durchdrehen ist und etwas verrückt spielt. Und dann ist man hauptsächlich damit beschäftigt, abzudecken, zu kaschieren, verliert vielleicht so ein bisschen auch die Lust auf Farbe oder ja, ein kreativeres Make-up. Und ganz egal, welchen Look man letzten Endes schminken möchte, die wichtigste Grundlage ist eine schöne Haut. Okay, also ich würde sagen, wir gehen bei der Produktvorstellung so ein bisschen nach der Reihenfolge, wie wir die Produkte auch anwenden würden. Genau, wir würden mit dem Balance Hydro Spray starten, denn wenn man sich jetzt nur die Pflegeroutine anschaut, hätte man an erster Stelle die Reinigung. Mhm. Dann würde eben das Gesichtswasser folgen und hier kann man wunderbar eben das Balance Hydro Spray anwenden. Das Spray ist erhältlich in unseren größeren Catrice-Theken und ihr bekommt es dafür 4,99 Euro. UVP. Genau, das Besondere an dem Spray ist, dass es natürlich für alle gängigen Hauttypen geeignet ist, also normale Haut, trockene Haut, ölige bis Mischhaut, aber eben auch für sensitive Haut. Ja, das habe ich direkt gesehen. Genau. Und mich sehr gefreut, weil ich habe das auch schon von vielen anderen Leuten gehört, dass sie auf Rosenwasser ein bisschen empfindlich reagieren. Aber hier, das ist wirklich getestet, auch genau, für sensible Haut. Genau, das wurde getestet, dass es auch für sensible Haut geeignet ist. Es hält keine Duftstoffe, also würde die Haut nicht reizen. Es spendet zum einen Feuchtigkeit, es lindert Hautirritationen, es macht die Haut super zart und geschmeidig und gleichzeitig ist es auch antientzündlich und antibakteriell und steckt voller natürlicher Antioxidantien. Wir haben aber auch noch Panthenol, also Provitamin B5, das beruhigend ist, und Wassermelonextrakt für den noch einen kleinen extra frische Kick, genau. Was man natürlich auch zu dem Rosenwasser noch sagen kann, wenn man das Ganze sprüht, das jetzt mal hier so, dann werdet ihr merken, es riecht so ganz dezent und leicht nach Rose. Mhm. Liegt aber nicht daran, dass wir da irgendwelche künstlichen Duftstoffe dazu packen, sondern da ist nun mal natürliches Rosenwasser drin und deswegen riecht es natürlicherweise nach Rose. Genau. Und auch wirklich super dezent und angenehm. Ja. Und was zur Anwendung, glaube ich, noch ganz wichtig zu sagen ist, ihr könnt das Spray sowohl morgens als auch abends anwenden, zur Vorbereitung der Pflege als Gesichtswasser. Aber ihr könnt es natürlich auch über dem Make-up benutzen. Wichtig, das Ganze ist kein Fixing-Spray. Das heißt, es macht euer Make-up nicht länger haltbar. Aber es kann natürlich helfen, gerade wenn ihr zu trockener Haut neigt oder wenn ihr auch viel Puder in eurer Make-up-Routine benutzt, dann lässt das die Produkte eben nochmal schön miteinander verschmilzen. Also hat eher auch nochmal so einen abrundenden Effekt für euer Make-up. Also generell war uns sehr wichtig, aktive Wirkstoffe zu verwenden, also in einer Konzentration, die auch wirklich etwas bewirkt und etwas für die Haut macht. Und die ist dann auch entsprechend auf den Produkten prozentual ausgelobt. Alle Produkte sind vegan und cruelty-free. Weiter geht's mit unserem Glow Booster Serum. Das Serum findet ihr auch wieder in unseren größeren Catrice-Theken. Hier vielleicht eine Info, wenn ihr nicht wisst, welche Filiale in eurer Nähe die großen Catrice-Theken führt, dann schaut doch einfach mal auf dem Storefinder auf unserer Website vorbei. Den verlinken wir euch nochmal unten in der Videobeschreibung und da dann einfach das Häkchen setzen bei Filialen mit dem größeren Beauty-Shop anzeigen. Genau, und preislich liegen wir hier auch wieder bei 4,99 Euro UVP. Genau, das ist wirklich das perfekte Produkt, wenn man ein bisschen unebenmäßigere Haut hat oder so einen müden, fahlen Tag, wenn einem wirklich so dieses Strahlen fehlt. Mm. Auch wie der Name schon sagt, Glow Booster Serum sorgt es wirklich für eine wunderbar strahlende Haut. Und das liegt vor allem an dem Vitaminkomplex. Da haben wir einen 10%igen Vitaminkomplex, der insgesamt aus drei Vitaminen besteht. Zum einen Vitamin C, das ist ein hochwirksames Antioxidant, das heißt, es schützt die Haut vor freien Radikalen oder vor Umwelteinflüssen. Mhm. Gleichzeitig mindert es aber auch Sonnenschäden, Pigmentflecken oder wenn man so durch Unreinheiten Pickelmale hat oder so rote Punkte. Und dadurch wird der Tarn natürlich ebenmäßiger und strahlender. Dann haben wir Vitamin E enthalten.
das auch ein Antioxidant ist und die Haut schützt. Mhm. Gleichzeitig hat es auch die Funktion, noch die Barrierefunktion der Haut zu stärken. Und zum guter Letzt haben wir noch Vitamin B3. Und was viele nicht wissen, ist, dass Vitamin B3 auch unter dem Namen Niacinamid bekannt ist. Mhm. Vitamin B3 oder Niacinamid verfeinert zum einen das Hautbild, aber auch vergrößerte Poren und sorgt auch dafür, dass gerötete Unreinheiten schneller verblassen, was wiederum natürlich auch den Teerstrahlen da ebenmäßiger macht. Ja, als Goodie on top haben wir noch Ananasextrakt enthalten, der die Glow-Wirkung nochmal unterstützt. Ein sehr, sehr schönes, pflegendes Produkt. Genau. Und wenn ihr gerade auch so viel über Vitamine und Inhaltsstoffe gelernt habt wie ich, dann schreibt das auch gerne mal in die Kommentare, weil ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass du da bist. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Ja, was man sieht, wenn man sich das Produkt anguckt, das ist wirklich so eine milchige Farbe. Das heißt, das ist ganz normal. Und was natürlich auch auffällt, das Produkt ist in einer braunen Flasche. Das hängt wahrscheinlich mit den Vitaminen zusammen, richtig? Genau, richtig. Die Textur muss, da sie Vitamin C enthält, stabil gehalten werden. Deswegen haben wir hier auch die dunkle Flasche, einfach um es vor Licht oder auch Sonnenstrahlen zu schützen, weil Vitamin C sehr sensibel darauf reagiert, auch auf zu hohe Temperaturen. Also am besten auch zu Hause lichtgeschützt und an einem kühlen Ort aufbewahren, einfach damit die Textur stabil bleibt und ihr lange was von dem Serum habt. Das heißt, das Produkt könnt ihr dann auch wirklich morgens vor eurer Make-up-Routine anwenden, aber eben auch abends, bevor ihr schlafen geht. Und last but not least, unser zweites Serum im Bunde, das Hydro Plumping Serum. Das bekommt ihr auch in unseren kleinen Catrice-Theken, das heißt in allen Filialen, die Catrice in ihrem Sortiment führen. Und preislich liegen wir hier bei 5,99 € UVP. Genau, und es ist wirklich eine kleine, ein kleiner Feuchtigkeitsbooster, denn es enthält 1,5% Hyaluronsäure. Ja, ich glaube, das wissen die meisten. Hyaluronsäure ist super, um Feuchtigkeit zu spenden und die Haut zu hydratisieren. Was aber vielleicht die wenigsten wissen, ist, dass es auch natürlich im Körper vorkommt und dass Hyaluronsäure die Eigenschaft hat, das bis zu 1000-fach ihres eigenen Gewichts an Wasser zu binden. Also es ist ein ganz toller Feuchtigkeitsbooster sozusagen und macht die Haut auch viel oder spendet der Haut mehr Elastizität und Spannkraft. Also eigentlich, was alle Hauttypen brauchen, ist auch für die gängigen Hauttypen super geeignet. Also normale, trockene Haut, aber auch eine ölige Mischhaut. Und neben der Hyaluronsäure haben wir dann auch noch Panthenol oder Provitamin B5 enthalten, das nochmal eine beruhigende Wirkung hat. Und hier haben wir eine klare Textur. Ist auch ein bisschen weniger flüssig als das Glow Booster Serum. Genau, Bisschen geliger, aber trotzdem immer noch super angenehm. Es wirkt. Genau, also lässt sich toll verteilen. Genau, es lässt sich toll verteilen und man hat direkt so das Gefühl, dass es so die Haut angenehm kühlt. Also es wirkt direkt sehr erfrischend. Ich weiß auch jetzt schon, dass das ein Produkt wird, was ich auf jeden Fall in meine Make-up- und Pflegeroutine einbauen werde, weil ich bin ein Kind mit trockener Haut. Ich habe wirklich gerade im Winter und zur kalten Jahreszeit habe ich da wirklich Probleme mit. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass wir das jetzt auch im Sortiment haben. Und was ich dazu passend mitgebracht habe, wenn man sich in der Hautpflegeroutine noch ein bisschen mehr Spa-Gefühl gönnen möchte, dann finde ich das super angenehm, so ein Serum mit einem Rhodes Quartz Roller wirklich nochmal schön in die Haut einzuarbeiten. Das ist einfach so ein Spa-Gefühl. Ja, und es gibt auch nochmal diesen frische Kick. Also ich finde das auch ganz oder super angenehm, dann nochmal abends oder auch am Morgen, wann man möchte. Es ist einfach nochmal wie so eine kleine Massage, die man sich selbst gibt. Ein bisschen den Kopf frei bekommen vom Tag. I love it. Ja, gerade auch am Morgen, wenn man das vielleicht auch im Kühlschrank aufbewahrt, ist es super. Und vielleicht schön kalt die Augenpartie, falls man da auch ein bisschen geschwollen ist, anzuwenden. Und auch dann natürlich im Sommer als absoluter frische Kick. Und das funktioniert eben super mit Serien. Die kann man auch beide kombinieren. Da würden wir dann empfehlen, mit dem Glow Booster Serum zu starten und dann im Anschluss das Hydro Plumping Serum aufzutragen. Abschließend dann noch die Tages- oder Nachtpflege, Lichtschutzfaktor. Und dann wäre die Pflegeroutine komplett. Und da ist halt nochmal wichtig zu sagen, dass es sich eben um Serien handelt, also um Hautpflege und nicht um Primer. Ja, das also heißt, wenn ihr Primer verwendet, dann könnt ihr das gerne über den Serum tun. Also ihr startet wirklich mit der Pflege und dann Primer und Make-up. Und falls ihr euch fragt, wo ich diesen Rhodes Quartz Roller jetzt her habe, den bekommt ihr leider nicht bei uns in der Theke im Standardsortiment, aber bei uns im Online-Shop. So, das war's dann auch schon mit unseren drei Beauty-Boostern, wie wir sie auch ganz gerne nennen. Zwei Serien, ein Pflegespray bekommt ihr ab sofort im Handel und auch bei uns im Online-Shop.
Und natürlich würde uns auch interessieren, wie eure Pflegeroutine aussieht, ob ihr schon Seren regelmäßig benutzt, ja. Dann lasst uns doch gerne einen Kommentar da. Und natürlich freuen wir uns auch über ein Like, ja, auf dieses Video. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.